Wir können keinem jungen Menschen, der von, gerade von der Uni kommt, keine Berufserfahrung hat, 75.000, 80. 80.000 Euro zahlen. Das ist zu viel. Mit dem, was wirklich junge Leute derzeit so als Gehaltsband aufrufen, dafür hatte ich Führungsverantwortung mhm. und Umsatzverantwortung in durchaus stattlicher Höhe, würde mhm. ich mal sagen. Aber man darf diesen Vergleich eben nicht einfach so eingehen. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt mit. Meinen Boomer Eltern darüber ja. unterhalten, mich darüber unterhalten, dass das Haus, was die damals gekauft haben, ja wesentlich günstiger war als das, was ich ja. jetzt gekauft habe. Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Ich darf den lieben Christian heute begrüßen. Und wir haben, ein, glaube ich, mal ein anderes Thema mitgebracht. Wir stecken ja alle in der digitalen Transformation. Die Unternehmen müssen. Neu gestalten, aber die Frage ist ja, wer ist dafür verantwortlich und äh, was gibt es dafür für Herausforderungen? Und dafür ist der liebe Christian hier. Er ist IT-Leiter im Handel und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Aber stell dich mal gerne vor und dann steigen wir auch direkt ein. Sehr gerne, Sven. Vielen Dank für die Einladung erst einmal. Ich freue mich riesig hier zu sein und äh, ein bisschen was davon zu erzählen, was mich so in meinem Arbeitsalltag ja. und darüber hinaus ähm, umtreibt und mhm. was ich tun kann. Dass wir alle unseren Job gut machen können. Ja, ich bin 34 Jahre alt, äh, Vater von zwei Kindern, glücklich verheiratet ähm, und seit sieben, acht Jahren auf technischer Seite äh, für mittelständische Einzelhinder unterwegs. Mal mehr, mal weniger E-Commerce mit dabei und habe da schon viele Überschneidungen zu den Themen begleiten dürfen, mitentscheiden dürfen, äh, viele Probleme gelöst oder lösen müssen. Ähm, wo ihr es jetzt auch viel einfacher macht, das Ganze zu tun. Und so sind wir auch letzten Endes ja. dazu gekommen, dass wir uns heute hier unterhalten. Ja, was ich ja spannend finde, ist ja, ähm, das Thema ist ja anstrengend. Also du hast ja unterschiedliche Empfängerkreise. Du hast einmal ähm, die Geschäftsleitung, Stakeholder, du hast ähm, Fachbereiche, du hast dein Team und dann die Technik. Und was viele ja nicht wissen, wenn man mal so die Haube aufmacht vom Auto, ähm, das ist ja komplex geworden. Also viele sind ja der Meinung, wenn man mal drauf schaut, dass es wirklich einfacher geht. Ich habe den Eindruck, das kann, du kannst gern widersprechen, ich finde, es ist komplizierter. Also wir sind in, in dem Bereich Data, BI unterwegs. Wenn ich mir da anschaue, wie da jetzt die Produktlandschaft ist, was wir da alles haben, und du verantwortest ja nicht nur so einen Bereich, sondern du hast ja Netzwerke, Server, Security, Betrieb, und es ist ja noch mehr. Wie siehst du das? Wo stehen wir da gerade? Es ist wahnsinnig komplex. Mhm und rein aus meiner Sicht von der IT sowohl Richtung Betrieb ja. und ähm, Integration in den Unternehmenskontext ja. das wird im Folgenden wahrscheinlich noch viel viel wichtiger werden heute ähm, stellt es halt eine auch historisch gewachsene IT-Abteilung vor ganz neue Herausforderungen über die sich vorher gar keiner Gedanken macht mhm. warum glaube ich das ähm, du hast gerade über äh, KI und Co gesprochen mhm. KI ist ein ein Wahnsinnig gutes Werkzeug, um viele neue Dinge zu machen, die vor zwei, drei, vier Jahren noch gar keiner gedacht hat, dass es überhaupt möglich ist. Da prallen aber zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Einmal, vielleicht der Geschäftsführer, der entweder von einem guten Vertriebler oder in einem Podcast oder in ähm, Entschuldigung. <laughs> äh, in irgendeinem anderen Medium, meine ja. Dinge im Manager-Magazin, you name it, äh, davon gelesen hat, dass KI jetzt der Heißes Scheißes. <laughs> Danke, dass du es gesagt hast. Das ist der wahnsinnig heiße ja. Scheißes und äh, das wird das jetzt auch brauchen. Ähm, in der Vorbereitung darauf habe ich versucht, mir einen guten Vergleich dafür zusammenzulegen. Und es ist so ein bisschen so, als würdest du jetzt versuchen, äh, mit einer wiederverwendbaren Rakete zum Mond zu fliegen, als ein Unternehmen, das aber das noch nie mit einer normalen Rakete geschafft hat. Und wenn du eigentlich gar kein Raumfahrtunternehmen bist, dann ist das noch schwieriger, sich jetzt halt mit dieser neuen Technologie überhaupt anzufreunden. Die Frage, die sich jeder Entscheider, egal ob jetzt auf Geschäftsführungsebene in der ja. Gesamtverantwortung für ein Unternehmen oder halt im kleineren, für die technische Ebene äh, treffen, äh, fragen sollte, ist: Welches Problem will ich eigentlich gerade wirklich lösen? Habe ich gerade ein Problem damit, ja. meine bereits vorhandenen Daten, die ich gut verstehe, nur hübsch aufzuarbeiten? Ja, okay, nimm Power BI fair. Ja. Ne? Das kann Clicky wirklich gut. Das kann ein Tableau, das kann ein Clicky ja. meinetwegen auch. Das kann auch ein Open Source Smart Admin, wenn du wirklich gut bist, zum Beispiel. Also völlig technologieagnostisch für das einfache Darstellen von bereits gut verstandenen Daten sind viele Tools gut, mhm. den Weg dahin zu finden, die Daten überhaupt gut zu verstehen. Ja, es wird eine harte Unterhaltung mit deiner IT oder mit deinen Fachbereichen. Aber davon kannst du bestimmt auch ein Lied singen. Ähm. Ja, die Schwierigkeit ist ja ähm, zum einen die Akzeptanz, weil was sehe ich denn, nehmen wir das Beispiel Berichtswerkzeug, ich sehe ein Endergebnis, ein hübsches Dashboard, mhm. aber keiner macht sich wirklich Gedanken, wie der Weg dorthin ist. Und es ist halt auch langweilig, ich sage das, was wir machen, ist langweilig, weil wir machen Hausaufgaben. Wir machen erstmal Ordnung oder bringen Ordnung rein. Mhm. Und das ist nicht jedem bewusst, sondern wir können ja schnell starten. Ist auch okay, ich finde das super. Wenn man in die Aktion kommt, ich bin kein, kein Freund davon, wenn wir jetzt irgendwie lange irgendwelche Powerpoint-Schlachten machen, sondern dann ist es doch gut, lasst den Fachbereich doch loslegen. Aber die Gefahr ist, die legen alleine los und lassen euch alle ähm, in Ruhe und kommen aber nach zwei, drei Jahren um die Ecke und sagen, lieber Christian, wir sind jetzt soweit, ähm, irgendwie klappt es hier nicht mehr, die Performance bricht hier ein, äh, wir haben jetzt irgendwie noch äh, Nachhaltigkeitsdaten drin, jetzt kümmert euch mal bitte darum, dass wir doch mal eine zentrale Basis haben, wo die Daten reinfließen. Dann bedankst du dich doch am Anfang. Ja, total. Ähm, vor allem bedanke ich mich, äh, wenn ich es dann erst erfahre. Ähm, das ist genau ja. der Punkt, den ich gerade meinte mit Integration in die Unternehmens, äh, in den Unternehmenskontext ja. oder Architektur. Mhm. Äh, auch in Unternehmen, die vielleicht noch auf einem etwas älteren Technologie-Stack unterwegs sind, äh, ein älteres ERP-System mit dabei haben, äh, eine ältere Filialwarenwirtschaft, äh, vielleicht sogar beides. Äh, da wird es in irgendeiner Art und Weise, wenn wir jetzt ein tolles fancy Visualisierungstool äh, unter dem Namen BI oder äh, Analytics benutzen wollen, wird es in irgendeiner Art und Weise eine Datenverbindung geben. Ich muss ich ja die Daten aus meiner alten Systemlandschaft ja. rauskriegen äh, und sie in ein anderes System transportieren. Sonst kann ich sie da halt da ja. nicht darstellen. Sonst kann ich sie auch direkt auf der Produktivmaschine machen. Macht das nicht. So. Ähm, spätestens da kriege ja. ich als IT-Verantwortlicher ähm, ja großen Spaß. Wenn jemand versucht aus meinem produktiv genutzten System, vielleicht auch morgens um 8, wenn der Einkauf gerade anfängt zu arbeiten, irgendwelche riesen Datenmengen rauszuholen, dann haben wir die Leute am Sprechen, weil dann wird das System langsam. Wenn die Entscheidung, das zu tun hat, jemand trifft, der von IT-Betrieb keine Ahnung hat, dann hat es Auswirkungen auf den regulären Geschäftsbetrieb. Dann kann die Lösung an sich noch so cool sein, sie löst halt weniger Probleme gut, als das sie ja. vielleicht sogar selber verursacht. Ich finde das Beispiel ähm, perfekt, weil das zeigt, dass also es gibt einen Trend, der sagt, wir bauen Domainwissen auf. Das heißt, ähm, wir, wir ähm, bestimmen eine Fachabteilung, beispielsweise das Vertriebscontrolling, und die dürfen das selber. Man stellt ähm, als IT diese Infrastruktur zur Verfügung und die Fachbereiche dürfen loslegen. Aber genau was du sagst, wo sollen die das wissen? Und dann zapfen die diese Quellen an und ihr kriegt auf der anderen Stelle ganz andere Probleme. Und das meine ich halt, ähm, den, den Job, den, ich bin ja auch IT ITler. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass man die IT nicht so versteht. Also geht es auch mhm. manchmal auch nicht, weil die Technologie auch schwer greifbar ist. Aber ihr seid ja auch gebunden an Prozessen, mhm. IT-Prozesse beispielsweise, an Datenschutz-Compliance-Themen. Und ich glaube, man muss einen Einklang finden, wo ich die Fachbereiche, die Geschäftsleitung irgendwie zusammenkriege damit klar ist, dass da im Hintergrund, was ihr leistet, und zum Teil werden ja bei vielen Unternehmen digitale Produkte auch ähm, erstellt durch die IT, dass das nicht alles auf Knopfdruck passiert. Nur weil ich bei Google mal eben was eingebe und in Sekunden kommt da mein Ergebnis zurück, das kann vielleicht ein Unternehmen halt nicht leisten. Und ich glaube, da wollten wir ja auch so ein bisschen drüber sprechen, weil euer Job ist ja ähm, nicht nur äh, 9-to-5, sondern wann macht ihr denn solche Updates? Die Wann findet das statt? Das ist ja meistens am Wochenende, wenn die, wenn die Leute nicht zugreifen oder als Systeme dann freigegeben werden. Also da hängt ja mehr dran. Die Leute müssen eingeplant werden. Also du siehst, das könnte weiter ausführen, was ja das eigentlich bedeutet. Ganz genau. Also der, der klassische Prozess von Daten hin und her schaufeln der läuft meistens nachts. Hm. Ne? Weil dann arbeitet in dem produktiven System niemand und... Da stört es dann halt auch ja. einfach in der Regel keinen. Ne? Also ja. hoffentlich ist die Systemlandschaft schon so robust gebaut, dass da nicht irgendwelche verrückten Übernachtprozesse äh, laufen, sodass man überhaupt in der Lage ist, ja. äh, lesend noch Daten irgendwo ja. anders hin in ein anderes analytisches ja. System zu schaufeln. Das wäre ja die Grundvoraussetzung dafür. Das heißt aber auch, ähm, dass, und ich glaube, darauf wolltest du an dem Punkt ein bisschen hinaus, die Arbeitszeiten oder die, die Arbeitseinsätze von Leuten in der IT sind halt. Manchmal auch in Zeiten, wo eigentlich gar keiner Bock hat zu arbeiten. Sind wir mal ehrlich? Ne? Ja, also ähm, ich kenne es noch: Monatsabschluss, Jahresabschluss. Mhm. Ähm, wir mussten die Systeme bereitstellen, damit äh, der Monatsabschluss mhm. oder die Verarbeitung durchgeführt werden kann. Und dann war immer das Theater im Team, wer macht es? Und wenn du Leiter bist und musst Leute einplanen, dann hast du immer Gerangel. Klar kann man sagen, ähm, in dem Jahr bist du dran, aber äh, das ist etwas ja. anderes als jemand, der im Fachbereich sitzt und ähm, morgens hinkommt und nachmittags wieder oder spätnachmittags ja. geht. Das ist in der IT ein bisschen anders und das wissen die meisten gar nicht, was dahinter steckt. Ja, also um es ähm, vielleicht noch mal ein bisschen greiner zu machen. Ähm, in, in einer Position war es so, dass wir ähm, den, den operativen Betrieb der Systeme natürlich eigentlich 24-7 äh, bereitstellen mussten. Ähm, 24-7-Bereitschaftsdienst, so ja. schlimm war es nicht. Ne? Also, wir, sind kein, äh, ne? wir hatten keine, keine Intern Service-Level, die gesagt haben, ähm, nicht immer uns ja. zeiten da hatten wir die auch, äh, wo du auch um 4 Uhr morgens ja. theoretisch schon los sein musste. Ne? Wir haben äh, während der, der Pandemie äh, teilweise auch in der Logistik in nicht überlappenden Schichten mhm. gearbeitet und dann war das halt, nicht ja. die haben um 4 Uhr morgens angefangen und die haben ich glaube um 22 Uhr abends aufgehört. Ne? Aber Regelbetrieb war äh, von 6 Uhr morgens hat die Logistik angefangen mhm. bis um ungefähr 21 Uhr muss ja. halt einer erreichbar sein ne? und das haben wir halt mit einem gestaffelten Schichtsystem gemacht. Mhm. Ähm, das gab es vorher so in der Form da auch nicht, aber ich habe halt gesagt, okay, Freunde, es kann ja sein, dass da einer vielleicht sogar Bock hat, früh anzufangen und dementsprechend noch früh nach Hause zu gehen. Ja. Ne, bei klassisch acht Stunden plus halbe Stunde Pause fängst du um sechs an, hast du ja. um 14.30 Uhr Feierabend. Ja. Ähm, das war jetzt halt so ein Ding, da musste man es halt auch vor Ort machen, weil ne On-Prem-Umgebung. Das heißt, äh, es hätte passieren können, dass man auch mal wirklich an den Schrank muss um Knöpfe ja. zu drücken, Kabel zu ziehen oder sowas. Das heißt, diejenigen waren dann um 6 Uhr morgens im Büro. Mhm. Und ich habe es denen damals halt ähm, zu, zur Mitgestaltung mhm. äh, ja nicht, nicht vorgegeben, sondern ich habe sie eingeladen, das System mitzugestalten. Mhm. So. Ähm, und gesagt, nee, wir müssen eine Abdeckung gewährleisten. Wie wollen wir es machen? Mhm. Nee, wir waren aber auch zum Glück in der Situation, dass wir in dem Team, was das machen soll, ja. Leute waren. Es waren, glaube ich, zu der Zeit fünf Personen jetzt kannst du gedanklich ja. für, die, für die Kapazitätsplanung ne, von sechs bis mhm. 21 Uhr ähm, das ganze mal sieben Tage ne sechs Tage also mhm. Montag bis Samstag wird in der Regel im Handel gearbeitet außer irgendwo ist eine Sonntagsöffnung ähm, kannst du davon ausgehen du musst sechsmal, mal muss ich rechnen bin ich im Kopf nicht gut viele Stunden <lacht> <lacht> äh, abdecken äh, allein mit den Öffnungszeiten ja. deiner Abteilung so, und das geht nur, wenn du es entsprechend versetzt machst und genug Leute mit dabei hast. Wenn du halt ein winziges Team hast, du willst aber trotzdem die Bereitschaft, den, dann, die Bereitschaft ja. dann redest du halt auch über Bereitschaft. Ja. Und ganz offen gesprochen ist es ein Punkt, der, egal in welchem Unternehmen ähm, ich entweder bisher gearbeitet mhm. habe oder von denen ich bisher gehört habe, die aller, haben eine offizielle Regelung zum Thema Bereitschaft in der IT. Die Erwartungshaltung ist aber in der Regel, da muss schon einer rangehen. Ja, wenn, wenn so ein System steht, was mhm. passiert nämlich? Ähm, dann kommen die Fachbereiche, äh, Vorstand oder Geschäftsleitung und mhm. ähm, die fordern halt. So, das ist auch deren gutes ja. Recht, weil die, die Grundanforderung an einer IT-Abteilung, den geregelten Betrieb auch aufrecht ja. zu erhalten jederzeit, die ist ja nicht falsch. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen erreichbar sein und irgendwas am Telefon sagen können. Das ist das, was ich als IT-Leiter immer mitkaufe. Also muss ja auch so sein. Wenn ja. jetzt das Unternehmen meinetwegen äh, auch während meines Urlaubs oder äh, wenn ich gerade unterwegs bin im Feierabend oder so, es wird halt gehackt. Ja, das will ich schon gerne wissen. Also ruf mich bitte an, wenn das. Da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, was macht das, ja. ne? Weil du hast Family, äh, äh, Kids sind dabei. Also so richtig abschalten ist doch schwierig, oder? Ja. Es geht, wenn man ja. sich damit gut arrangiert, aber genau da möchte ich gerade drauf hinaus, ja. weil es gibt einen Riesenunterschied zwischen, ich kann jederzeit angerufen werden. Mhm. Das ist bei mir eben positionsgemäß ja. einfach der Fall. Als IT-Leiter habe ich immer irgendwie so einen Kanal offen mhm. dafür, dass das Ding ist. Und ich laufe auch mit zwei Telefonen durch die Gegend, mhm. damit ich halt privat und dienstlich ja. wirklich trennen kann. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, den großen Unterschied zwischen, ich kann immer angerufen werden und ich muss da was erzählen. Und ich kann angerufen werden und die Erwartungshaltung ist, ich löse ein ja. Problem aktiv. Um das aufzugreifen, gerade wenn ich mit den Kids unterwegs bin, ich nehme keinen Laptop mit in den Freizeitpark. Das soll, so kann man noch nicht erwarten. So, es, es gibt aber manchmal implizit durchaus die Erwartungshaltung, dass ein ITler das tut. Ich kann da anrufen und dann löst er mein Problem, egal was der gerade macht. Fun Fact, wir haben auch ein Privatleben in der IT. Äh, definitiv, ja. Und das, das ist der Punkt, wo eben dieses Thema Work-Life-Balance oder Blending, ja. oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, als für einen IT-Leiter auch sehr aktiv gestaltbar wird. Ja. Ne? Äh, ich weiß, dass es für jede Position in der IT oder in der, äh, in der, in der Tech-Branche ähm, teilweise verrückte Arbeitszeiten gibt. Egal, ob jetzt ein Projekt gerade live genommen wird, wenn du einen Systemwechsel hast von A auf B. Ja. Äh, das passiert halt in der Regel nachts. Das ist aber planbar, meistens. Mhm. Ne? Äh, und Absehbar. Es gibt, ja, und es ist ja es auch kurzfristig. Ne? Also, so. meistens, ne, ähm, man, äh, es kann auch gut passieren, dass man dann zum Jahresende sowas dann einplant. Ähm, gut, das weiß ich. Ist halt unangenehm, wenn auch Feiertage, wo man dann Bereitschaft vielleicht haben muss. Aber das ist planbar. Ja. Aber was man ja mitgeben muss, ähm, und das war ja ein guter Punkt, alle schreien ja nach Work-Life-Balance. Ähm, hier ist, finde ich, in dem IT-Bereich nochmal ganz separat ein anderer Fall, weil ähm, hier musst du koordinieren. Du hast auch Dienstleister, die für euch arbeiten die müssen, auch koordiniert ja. werden. Ähm, dann haben wir das Thema Fachkräftemangel genauso bei euch noch schlimmer. Ne? Und dann zu schauen, wie kriege ich da meine Mannschaft zusammen? Weil man will ja auch nicht großartig aufstocken, weil ja. man, man guckt ja auch auf die Kosten. Und dann gibt es nochmal das Thema Weiterbildung. In dem Bereich, wo wir unterwegs sind, können wir nicht drei, vier Jahre nichts machen, weil ja. das, du weißt selber, die Entwicklung rast ja gerade. Ne? Ja, genau. Ich finde die Idee von diesen Weiterbildungsbudgets, die mhm. viele Unternehmen im Moment äh, ausloben oder hersetzen, um es jetzt halt als den Benefit mit äh, ja. dazu zu geben, finde ich gut ähm, und ich finde aber beinahe noch besser, den Leuten bei der Arbeit äh, Zeit zu geben, neue Dinge auszuprobieren. Also ja. Das eine ist, äh, meine, wenn du ein Buch haben willst, du kaufst dir halt, ne? ähm, ich persönlich sage, da kann ein Arbeitgeber auch mal was beilegen. Ne? Äh, ja. Ich habe ja durchaus ein Interesse daran, dass meine Leute fachlich fit sind. Wenn sie aus Eigenantrieb sagen, hey, ich will mich weiterbilden, äh, dann stelle ich mich ja nicht quer. Ne? Ähm, ich finde es cool, wenn man den Mitarbeitenden auch den Freiraum geben kann, zum Beispiel ein eigenes Zeitprojekt umzusetzen. Ich hatte das ähm, bei einem äh, meiner Mit Mitarbeitenden, der hat... Ähm, Leidenschaftlich 3D-Druck betrieben. Mhm. Und äh, wir hatten dann jetzt zufälligerweise die Gelegenheit, dass wir, äh, wir haben aus so einem Raspberry Pi, ja. äh, haben wir Dinge gebaut, die wir halt bei uns einsetzen wollten. Und das führte dazu, dass es halt einfach kein Case gab, äh, was man dafür sinnvoll nutzen konnte. Und dann hat der Typ sich halt hingesetzt und hat zu Hause im 3D-Drucker, weil er da Spaß dran hatte, mhm. äh, neue Dinge ausprobiert, hat mit Materialien um äh, probiert, bis es halt hinterher so passte, dass er daraus halt einen Custom Case für unser Raspberry Pi Konstrukt bauen konnte. Ne? Ja, ein cooles Beispiel auch. So, ne? und das sind halt so Dinge, wo ich sage, ja, wo will ich denn jetzt die Grenze ziehen zwischen dem privaten Interesse? Gott bewahre, wahrscheinlich hat er sogar noch Spaß daran gehabt, das für die Arbeit zu tun ne? und das Unternehmen profitiert davon. Ne? Das hast du ja sehr, sehr häufig. Ne? So richtige Techie, die, die hören ja nicht auf. Also. Ähm, sondern die haben dann äh, zu Hause auch ihr, ihr privates Projekt oder Pi äh, ihre mhm. Piloten, die sie da bauen. Und diese Erfahrungswerte bringen sie ja auch rein. Nur das ist dann halt keine offizielle Arbeitszeit. Das passiert ja auch. Was wir zum Beispiel überlegen, da sind wir aber noch nicht so ganz so weit mh, zu überlegen, dass man zukünftige Projekte vielleicht anders plant oder ähm, ähm, von den Kapazitäten anders plant, dass wir innerhalb den Arbeitspaketen Freiräume geben für Weiterentwicklung. Das soll natürlich nicht dem Kunden in Rechnung gestellt werden, ähm, aber die Möglichkeit zu bieten, an dem an dem Prozess oder an der Arbeit, die, die man gerade macht, zu lernen. Und nicht, ich besuche jetzt eine Schulung bei der SAP, bin zwei, drei Tage weg, mache dann eher so Beispielaufgaben, komme weg, komm, ähm, bin wieder im Tagesgeschäft, mache da vielleicht nichts mehr und drei, vier Wochen später habe ich das Thema auf dem, auf dem Schreibtisch und weiß es gar nicht mehr. Also da, da müssen wir wahrscheinlich uns auch neue Konzepte überlegen, weil das, das Thema schreitet ja voran. Aber gut, ähm, wie siehst du denn zukünftig die, dieses Spannungsfeld? Also, du hast ja selber gesagt, ne? Family, ähm, man ist verantwortlich, dass auch die digitale Transformation stattfindet. Man braucht neue Leute. Ähm, was glaubst du, wo müssen Unternehmen sich hinentwickeln? Also müssen sie sich jetzt weiter öffnen? Ich hab, war jetzt gestern ganz interessant bei, ähm, bei einer Agentur, die drehen äh, Unternehmens-Image-Filme äh, und ähm, ein Unternehmen, was sie dann begleitet haben, aber, ähm, ist in Sauerland und die haben quasi einen Transferbus aus Köln. Mhm. Holen die Leute in den Bus rein und die, ähm, ähnlich wie in Cell, also hier in Silicon Valley machen die das ja auch, die großen mhm. Tech-Firmen. Und das ist, gilt als Arbeitszeit und die arbeiten im Bus. Mhm. Also fand ich mega, wo ich das gestern gehört habe. Ähm, und das Unternehmen kannte ich selber gar nicht, aber es ist so ein Hidden Champion. Die ja. machen anscheinend was. Aber das ist auch so ein bisschen die Frage: Was müsste ein Unternehmen denn machen, um das Ganze auch für junge Menschen für die IT attraktiv zu machen? Wo du sagst, hey, die hätte ich gerne in meinem Team. Das sind genau die Leute, die ich brauche. Hast du dir ja. da schon genau überlegt oder wo achtest du drauf, was, was dir wichtig ist? Ja. Ähm, ganz einfach zu beantworten ist das nicht, weil es halt gerade in der IT so viele Facetten gibt, die man auf unterschiedlichste Art und Weise ja. bedienen muss. Nehmen wir das konkrete Beispiel aus dem Einzelhandel. Wenn so ein EC-Gerät kaputt ist, kann ich halt schlecht von zu Hause konfigurieren, weil wahrscheinlich habe ich es nicht zu Hause. Ja. Ja. Ähm, dem Ganzen kann man entgegnen, indem man halt... Menschen, die in dieser Position IT Support ja nicht wegen First Level äh, arbeiten, ähm, grundsätzlich mit einem Auto ausstattet, wo ein Notfallkoffer drin ist. Mhm. So, ne, wenn der Mensch, der dann halt gerade meinetwegen die Bereitschaft hat, ähm, weiß er hat die Bereitschaft, dann könnte man ihm halt eben genau dieses Fahrzeug zur Verfügung stellen, man kann ja. nach Hause fahren, mit wieder zur Arbeit fahren, ähm, das ist dann auch mit der Versteuerung alles okay, weil es ja dann ne, gerne Fahrzeug und sowas ne. Äh, und du hast im Prinzip alles drin, was du brauchst, um zum Beispiel so eine Filiale in dem Fall halt wieder ans Rennen zu kriegen. Mhm. Ne? Von EC-Geräten, meinetwegen, Patchkabel, äh, Router, Repeater, ja. whatever halt in so einer Filiale gerade notwendig ist. Kann man alles in ein Auto reinpacken und dann hast du das Notfallauto an dem Notfallmenschen direkt mit dran, wenn du es halt mit der eigenen Mannschaft machst und eben nicht an einen entsprechenden MSP, äh, also Managed Service Provider mhm. outgesourced hast. Das ist eine kreative Art und Weise, das Ganze mhm. zu machen. Andersherum ist es, ähm, ein guter Freund von mir äh, pendelt, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, äh, regelmäßig in eine der größten deutschen Städte mit der Bahn. Hm. und Während der Bahnfahrt arbeitet er, das ist komplett Arbeitszeit, dann ist er seine drei, vier Stunden im Büro und fährt wieder zurück. Okay, da würde ich vielleicht sagen, mh, aber man könnte das ja selber, man fährt Bahn. Mhm. Die Verbindung ist halt nie gut. Hm? Also was kann er da machen in der Zeit? Also das... Ähm, ist ja auch eine also ein Beispiel. Ich mhm. war bei der ähm, ähm Bank, die hat dann später mit, mit der Bank in, in Frankfurt fusioniert. Mhm. Und ähm, dann wurde angeboten, ihr könnt zwar mit der Bahn fahren, es ist auch Arbeitszeit. Mhm. Ähm, die Idee wäre viel besser gewesen, da, vor Corona war das, ne ihr, ihr könnt äh, Homeoffice machen. Das waren die absolute Verfechter. Jetzt mhm. nach Corona geht das alles. ne Aber äh, dann hat man den Leuten nicht zugetraut und gesagt: in der Zeit, wo du da sitzt, allein durch die Internetabbrüche äh, der mhm. Verbindungen, kannst du gar nicht produktiv arbeiten, also es ist keine Arbeitszeit. Ich glaube, arbeitsrechtlich und formal juristisch kriegst du das so durch, dann musst du aber damit rechnen, dass deine Mitarbeiter dich Scheiße finden. Ja, das meine ich. Also du musst ein Umfeld ja anbieten, also anbieten, wo es für beide Seiten ja auch passt ne? und ja. wo, wo es auch Sinn ergibt. Ähm, aber ich stelle mir manchmal die Frage, weil wir suchen auch ähm, und wenn ich manchmal die Forderung sehe, hm. wir können die nicht erfüllen. Wir können keinem jungen Menschen, der von gerade von der Uni kommt, keine Berufserfahrung hat 75.000, 80 80.000 Euro zahlen. Das ist zu viel. Ja. Definitiv. Ähm, ich will das jetzt auch nicht äh, kritisieren. Das ist erstmal eine Forderung, die ich habe, aber ich muss auch erstmal leisten. Ich weiß aus Gesprächen beispielsweise mit, mit anderen ähm, Leitern, die auch dann solche ähm, ähm, Bewerbergespräche führen, die finden das nicht witzig. Die haben, ähm, kriegen zum Teil, das stößt in dem Moment sehr sauer auf. Warum? weil sie damals auch eine berufliche Laufbahn haben. Die haben jetzt Stift angefangen, die haben sich da, dort hochgearbeitet mit einem kleinen Gehalt und jetzt kommt ein junger Mensch, der fordert das. Der hat noch gar nichts geleistet, außer ich will das jetzt nicht runter, ne, nicht falsch verstehen. Aber wie gehst du damit um? Also wenn, wenn solche Forderungen jetzt reinkommen, also diskutierst du da mit, mit potenziellen Bewerbern und sagst, hör mal zu, du musst dich da vielleicht die Ansprüche runter also, oder ladet ihr die jetzt gar nicht ein? Wie ist da eure, eure Vorgehensweise? Ich, ich kann die Situation, die du da beschreibst, sehr, sehr gut nachfühlen. Hm. Denn ich erlebe das ja auch selber, wenn ich Leute einstelle. Ich ähm, ja. habe mir in jeder meiner Position noch recht gut gemerkt, wie viel Geld ich damals verdient habe. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man jetzt hm. äh, immer sich selbst so als Benchmark nimmt oder halt das, was man glaubt, was andere vor ein paar Jahren ja. zu dem Zeitpunkt in der jeweiligen Berufsentwicklung... So verdient haben als Benchmark nimmt. Mit dem, was auch wirklich junge Leute derzeit so als Gehaltsband aufrufen, mhm. dafür hatte ich Führungsverantwortung mhm. und Umsatzverantwortung in durchaus stattlicher Höhe, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Das ist spannend, damit umzugehen. Aber man darf diesen Vergleich eben. Nicht einfach so eingehen. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt mit meinen Buma eltern darüber ja. unterhalten, äh, mich darüber unterhalten, äh, dass das Haus, was die damals gekauft haben, ja wesentlich günstiger war als das, was ich ja. jetzt gekauft habe. Ne? Ja. So, ne? Und der, der Vergleich von, von Zahlen und Euros, wir haben halt Inflation ja. und Preissteigerung und sowas alles mit dabei, mit dem, was. Keine Ahnung, wir beide jetzt mhm. zum Beispiel vor zehn Jahren äh, bekommen haben ja. als ein Gehalt. Ähm, mit dem, was Leute jetzt heute fordern, da liegen halt schon 30, 40 Prozent Inflationssteigerungen mit drin. Die, habe ich mir jetzt ausgedacht, ich weiß es nicht. Aber so in der Größenordnung ja. muss es ja sein, damit wir es jetzt komisch ja. finden. Ne? So. Ähm, das darfst du eben nicht vergessen. Die Frage, die ich dann aber gerne stelle, ist, wenn sich der, der, der entsprechende die, die Wertvorstellungen, jetzt nicht im Sinne von Moral und Ethik, sondern der, der Wert, den diese Leute glauben, dafür in ein Unternehmen zu bringen, wie der sich denn ganz konkret bemisst. Das, das ist sehr gut. Äh, genau, da wollte ich mich dann auch später darauf hinaus. Es ist ja okay, das zu fordern. Also, es ist ja auch eine Art von ähm, äh, Angebot und Nachfrage. Im Tarn ist das so. Wir haben also die IT, wir bleiben ja heute so ein bisschen im IT-Kontext. Können Sie fordern? Finde ich gut. Sollen Sie machen. Aber was kommt denn dafür? Und ähm, da finde ich, bei einigen kommt halt wenig. Also ich kann nicht nur das fordern, sondern da muss ja auch überlegt werden, was kann ich denn einbringen und wie bringe ich mich ein. Und wenn ich dann noch sage, ich möchte das Ganze in einer Drei- oder Vier-Tage-Woche haben, mhm. äh, nur noch zu Hause, ich möchte gar nicht reinkommen, finde ich das grenzwertig. Weil wie willst du Themen, also es gibt ja Sachen, da musst du vor Ort sein. aber ich finde zum Beispiel, wenn wir zusammen in Projekten arbeiten, wir entwickeln hier Sachen. Dann ist es manchmal hilfreich, vor Ort zu sein. Da hatte ja. ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das sieht nicht jeder, sondern dann bin ich für mich alleine, will zu Hause das Ganze machen. Und was dann fehlt, ist die Identität zum, zum Unternehmen, weil ob ich zu Hause vor dem Bildschirm sitze für die Bivano oder für, weiß ich nicht, in SAP, natürlich ein ganz anderer Vergleich, aber du tauschst ja nur aus, weil du lernst, die Leute nicht kennen. Und ich äh, kenne Unternehmen, die ähm, stellen ein, als Hobbys beispielsweise, und die kennen ja die ganze Unternehmenskultur nicht, ja. der ganze Spirit nicht und dann haben auch die älteren Kollegen gar keine Zeit, sich um die zu kümmern und dann sind die, habe ich mal als Feedback gekriegt, ja ich kann ja nicht ganzen Tag mhm. die Videokonferenz anlassen. Ich sage, was macht der Kerl denn, der junge Kerl, der verli den verliert er doch. Ja, da müssen wir jetzt durch. Mhm. Ist auch nicht gut. Also das ist, finde ich momentan sehr sehr schwierig. Ja. Ich finde Azubis das ist ein sehr sehr greifbares na. Beispiel, wo rein Homeoffice wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Und wo ich persönlich auch glaube, dass du den persönlichen direkten Kontakt ja. brauchst, um so einen jungen Menschen auch ähm, wirklich fördern und fordern ja. zu können. Und denn ich kann von zu Hause sehr gut und konzentriert arbeiten. An den Tagen, wo ich jetzt persönlich auch von zu Hause arbeite, freue ich mich auch riesig, dass ich meine Kinder von der Schule oder aus dem Kindergarten abholen kann. Riesenbenefit, ja. den du übrigens in Euros nicht aufwerten kannst. Ich weiß, meine Kinder erleben mich als einen involvierten Vater, mhm. der sie morgens zur Schule und zum Kindergarten bringt und der sie halt auch schon mal wieder abholt. Außer ich habe meiner Tochter mal wieder die falsche Schüssel hingestellt, dann muss meine Frau das machen. So. Ähm, aber im Moment sind wir ja. Freude. Ne? Äh, so. Riesenbenefit, den auch mit Sicherheit äh, junge Leute, die vielleicht noch vor der Entscheidung ja. äh, stehen, eine Familie gründen zu wollen oder nicht, äh, entsprechend einordnen können. Mhm. Aber. Es ist, wie du schon sagst, also gerade bei Azubis, finde ich, ähm, brauchst du Nähe, damit eben auch ähm, nicht nur das rein Fachliche transportiert werden kann. Ja. Dann können sie ein Buch lesen oder YouTube-Tutorials ja. gucken. Äh, dadurch kriegt man das Fachliche manchmal sogar noch besser erklärt, äh, als von dem, der gerade da ist, der es einem dann erklären muss. Ja. Ne? Weil, wenn es um die harten Fakten geht, sind da draußen genug Ressourcen, wenn du die findest kriegst du die beste ähm, fachliche Ausbildung in beinahe jedem Thema, den du brauchst, außer du hast das Glück, du arbeitest direkt für eine Koryphäe in ja. dem Fachbereich, ne? ähm, wenn du die findest, erklären, wie man Podcasts macht und dann, äh, ne? <laughs> so. ja, ich weiß, das stimmt, <laughs> genau. Ähm, aber bei einem normalen Angestelltenverhältnis äh, zu sagen, ey, wenn wir jetzt keine Remote-first Company sind, mhm. wo das totaler Usus ist, ähm, ist es schon schwierig das auch dem Rest des Unternehmens plausibel zu erklären, mhm. warum denn da jetzt jemand 98 von zu Hause arbeiten soll. Ich sage ganz bewusst, wenn der Rest des Unternehmens das überhaupt gar nicht kennt, weil es ihm ja. gegebenenfalls sogar verboten wird, weil die Unternehmenskultur so ist, wenn einer zu Hause ist, dann arbeitet der eh nicht. Oder wenn der Chef das nicht ja. sieht, dann arbeitet der oder die ja, ja eh nicht. Unser so Unternehmen gibt es halt definitiv. Ja dann stößt das ganz schnell auf Ablehnung, egal wie gut die Leistung des Mitarbeitenden ist. Ja, ich finde die Leute, also wenn du, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in diese Homeoffice-Geschichte wieder rein. Ich habe hab da meine Meinung zu, ich glaube, es funktioniert nicht komplett. Okay. Gerade wie du sagst, bei den jungen Menschen, die brauchen Anleitung. Es hilft auch mal, einfach mal an dem Tag Nebeneinander zu sitzen. Ja, absolut. Er guckt über die Schulter, kann Fragen stellen, man kann in dem Kontext was erklären. Das ist über eine Videokonferenz echt schwierig. Ich merke das selber, wenn ich zu Hause arbeite. Ich bin dann auch total in meinem Tunnel. Und eigentlich müsste ich dann auch mich mehr um mein Team kümmern. Schaffst aber nicht. Oder ich denke da nicht dran, das ist nicht böse. Mhm. Aber das ist genau das Problem. Und dadurch kriegst du, vielleicht verlierst du vielleicht den einen oder anderen. Und wenn du gerade die ganz jungen Leute hast, die, die, die haben ja noch keine Strukturen. Die sind wie Geflogenheiten. Ich habe das immer genannt, Flurfunk, das soll aber jetzt nicht negativ behaftet sein. Es war immer schön, mal Mittagessen, also Mittagstisch zu machen, auch mal mit anderen. Nicht aus deiner Abteilung, ja. sondern mit anderen. Um einfach mal zu verstehen, wie funktioniert der andere Bereich oder was haben die zu erzählen, wo stecken die gerade mit den Gedanken. Das geht alles komplett verloren. Und ich habe eine Situation jetzt im privaten Welt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten jetzt hier vor, vor ein paar Wochen ein bisschen Schnee hier im Raum Neues Düsseldorf. Und da hat sich eine Freundin von uns beschwert, dass sie ins Bo muss, weil es wäre ja Schnee. Wo du dann denkst, ey, über was reden wir denn jetzt hier gerade? Ist das jetzt so ein großes, großes Problem? Und das verstehe ich halt nicht, dass da jetzt auf einmal diese Komfortzone da ist und du willst da nicht mehr raus. Und wir haben gar keine Zeit mehr, über solche Dinge zu diskutieren. Ich weiß, es existiert nicht nur die Arbeit, aber ähm, da der Tenor... Sucht dir doch was, wo das, Her wo der Her wo das Herz mitspielt. Und dann, dann ist das für dich nicht so. Wie, wie ja. du berichtet hast, derjenige, der den 3D-Drucker hat und zu Hause Lust hat, für euch dieses diesen Problem zu lösen, ja. dann, dann fühlt sich das ja nicht so an. Und das ist gerade so ein bisschen, ich kann nicht so wie fordern, geheizmäßig, aber da will ich mich auch nicht einbringen. Ja. Das ist so ein bisschen, was ich so feststelle. Ja, und das teile ich. Ich denke, dass man da als Unternehmen, Arbeitgeber und Führungskraft aber gut entgegenwirken kann, indem man dafür sorgt, dass ähm, das halt planbar ist. Ich finde, äh, so gerade Deep Work-Phasen, wo ich selber äh, Dinge fertig bringen möchte oder einfach mal in Ruhe was unterschreiben will, ne? ich schreibe noch selbst, ich mache ja. das nicht mit KI, ähm, dann mache ich das lieber zu ja. Hause. So, wenn ich weiß, ich habe so einen Tag, der ist sechs Stunden Telefon- oder Videokonferenzen ja. äh, geplant, dann warum sollte ich mich dann morgens an dem Tag, jeweils noch, weiß ich nicht, 30 Minuten oder eine Stunde, äh, eine Strecke äh, in den Verkehr begeben, durch eine Scheibe gucken, äh, schlechte Musik hören oder ja. ne, vielleicht höre ich auch einen guten Podcast, ähm, um das Gleiche hinterher nochmal rückwärts zu machen und bin dann allein schon genervt, weil ich zwei Stunden Lebenszeit verloren habe, nur durchs Hin- und Zurückfahren für etwas, was ich genauso gut von zu Hause hätte machen können und wesentlich entfernter wäre. Ne? Ich will damit sagen, das kann man organisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du hast den Montag, da werden, wird bemüht oder sich bemüht oder versucht, möglichst Telcos, ja. Videokonferenzen oder whatever äh, drauf zu planen, ja. dafür, dass man Mittwoch oder mein, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, Zeit hat für Begegnung, gemeinsames Arbeiten, äh, Erarbeiten von Lösungen, Konzepten. Austausch untereinander, Kaffee trinken, essen gehen oder so. Ja, das, ist, das Zwischenmenschliche ist definitiv äh, genau. relevant. Das, das ver vergisst man manchmal. Ja. Ne? Genau. So, so finde ich, hat man eben von, von Arbeitgeberseite oder von äh, Führungskraftseite Möglichkeit, da planerisch Einfluss ja. darauf zu nehmen. Und dann fühlt es sich auch gar nicht mehr so schnell an wie eine riesige Forderung von einem hm. Bewerbenden oder von einem Mitarbeiter, wenn man darüber in den Dialog reingeht und sagt, hey, wa was nervt dich denn wirklich daran, ins Büro zu kommen. Ist es der Weg oder das Büro? Oder die Leute, die du da siehst? Warum machst du was lieber? Und da lässt du aber auch gucken, ja. dass wir eine gute Lösung dafür finden. Aber dafür muss man ehrlich sein. Das ist halt das ähm, ähm, Thema, dass die Leute nicht in der Lage sind, mal klar zu kommunizieren, was sie wollen, was, wie du sagst, was ja. stört mich. Aber Und sich aber auch Gedanken machen, bei der Stelle schon, wenn ich weiß, ich ähm, bin jetzt in Köln, wohne aber vielleicht in Duisburg, dass ich dann einen der langen, sehr, sehr langen Anfahrtsweg habe, dann muss ich mir wirklich gedanken, ist das überhaupt die richtige Stelle? Weil wir leben das halt auch im Kundenkreis. Ähm, dann sucht man sich eine Stelle aus, die erstmal sehr interessant ist, aber die räumliche Entfernung sorgt dafür, dass ich schon keine Lust habe, mehr reinzufahren. Ja. Ich kenne das noch, ich bin viel gereist in der Beraterzeit. Hotelübernachtung war ja auch ein Grund für mich, nachher zu sagen, wo wir Kinder gekriegt haben. Ich möchte das nicht mehr. Wie? Ich bin zu lange in den Hotels, hab da nichts von. Ist ja, also sich wirklich Gedanken zu machen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann und sich nicht immer auf das Geld oder auf den Titel ja. äh, zu konzentrieren, weil das ist immer wirkt kurzfristig und irgendwann kommt die Frustration. Das wird, sorgt zu Konflikten. Und äh, das breitet sich ja dann im Team auch wieder aus, wenn die Unzufriedenheit ja. auch da ist. Aber ist auch kein einfaches Thema. Ne? Nee, absolut nicht. Gerade die Mitarbeitenden, die halt selber Familie haben, die werden äh, nicht nur seit Corona, sondern auch danach äh, definitiv zu schätzen wissen, was es heißt, regelmäßig und viel von ja. zu Hause arbeiten zu können. Wie gesagt, das ist der Benefit, den kannst du mit Geld nicht aufwarten, äh, ne? weil du kannst keinen Preis daran machen, dass deine Tochter oder dein Sohn ähm, in deine Arme rennen und sich freuen, wenn du nach Hause kommst oder wenn du in der ja. Schule stehst. Geht nicht. Ne, ist unbezahlbar. Das vorausgeschickt. Man muss halt auch dafür sorgen, dass die was zu essen und was zu spielen haben. Ne, mhm. ne, äh, egal in welcher Konstellation das ist, dazu gehört meistens Arbeit. So. Und das ist Lebenszeit gegen Geld. Ja, definitiv. Also, an Beispielen vor Corona, also ich komme aus dem Versicherungsbereich, gab es kein Homeoffice. So, das hatten wir da damals. War aber auch irgendwie, hat man selber auch nicht eingefordert, aber. Wir haben äh, damals die Karo bekommen und ähm, mein alter Chef, schönen Gruß an dieser Stelle, Alexander, ähm, der hatte eine Kinderfrau. Und ihr kennt das selber, Priester im Kindergarten, ähm, musste die Kleine anziehen. Äh, unsere hatte kause Haare, äh, nicht von mir, von meiner Frau. Und das ist dann, ähm, du kriegst dann schon äh, Schweißausbrüche, wenn das so nicht klappt. Ne? Wenn so ein kleines Mädel, du willst äh, noch einen Zopf flechten. Das ist an, schon ein bisschen anstrengend. Dann kommst du schon etwas äh, gehetzt in, in die Arbeit rein und äh, wenn dann der Vorgesetzte sagt, ey, verstehe gar nicht, warum du jetzt hier so äh, gestresst bist, ne? klar. In dem Moment äh, hat er das Glück gehabt, dass da jemand von zu Hause alles regelt, äh, sich um die Kinder noch zu sich kümmert und das meine ich halt, äh, das Umfeld, was wir ja haben oder die Familie, die wir haben, es ist ja nicht einfach und das, du scheidest ja auch nicht ab. Die Zeit, die du dann investierst für die Family, wird ja hinten raus dann abends nochmal gemacht, dass sich ja. da mal das Notebook auf aufmachen musst du ja bestimmt genauso, checkst schon mal E-Mails oder es kommt nochmal was rein, wo du sagst, ah verdammt, da muss ich doch nochmal rein. Also ich finde, ähm, früher war eine schärfere Trennung drin ja. und jetzt hast du verschwimmt das Ganze. Genau. Und Familie muss irgendwie mitspielen. Also auch die, also der Partner muss mitspielen, der hat ja auch vielleicht einen Job. Okay, das mal alles unter einen Mut. Ja, genau. Kommen wir wieder auf den Punkt ja. zurück, den ich vor, vor einigen Minuten schon mal hatte. Du kannst halt speziell jetzt in der mhm. IT, oder ich glaube, es geht halt auch in vielen anderen äh, Fachbereichen, ähm, da von Führungskraft und Arbeitgeberseite mit relativ einfachen organisatorischen Maßnahmen dafür sorgen, dass deine Leute wesentlich weniger gestresst mhm. sind und vielleicht wirklich viel lieber für dich und bei dir arbeiten. Solange es nicht betrieblich erforderlich ist, sorgt dafür, dass es völlig wurscht ist, wann genau die anfangen zu arbeiten. Der größte Stress. Den ich persönlich empfunden habe, war, als ich bei einer ja. Bank gearbeitet habe, morgens zu einer bestimmten Zeit, es so. war es halt so? Halt so. Ne? Ging. Das hat man halt früher so ja. gemacht. Ne? Du musstest um 8 oder um 9 oder um elf musstest du da sein. Ne? Je nachdem, ja. du wurdest ja auch in Schichten geplant. An ja. manchen Stellen konntest du da auf Einfluss nehmen, wann und wie. Mhm. So, aber du musstest bitte schon um 9 Uhr da sein, wenn da auch 9 Uhr auf dem Zettel steht. Ja. So. In dem Fall konnte ich es verstehen, weil da halt auch entsprechende Kapazitätsplanung, mhm. Anrufvolumen, hast du ja nicht gesehen, ja. äh, mit dran hing. Ähm, aber wenn du einen Job hast, in dem das nicht notwendig ist, dass jemand zu einer bestimmten Zeit anfangen muss zu arbeiten, dann erfordere das doch einfach nicht. Ja. Also dann diese berühmte Gleitzeit. Mhm. Ne? Äh, Hey, der eine möchte lieber um acht da sein, der andere möchte vielleicht um sechs schon anfangen. So, hey, frag mal, ist das wirklich ein betriebliches Erfordernis, dass die zu einer bestimmten Zeit da sind oder nicht? So. Damit nimmst du doch gerade dem Familienvater oder der, äh, der Mutter ja, dann gibt's einen Riesendruck raus, die, wirklich, ja. ähm, dass es ähm, irgendwelche Repressalien oder nicht. Strafungen oder sowas gibt. Hm. Ähm, egal jetzt ob explizit oder implizit, ne? so, hey, der ist ja schon wieder um 9.05 Uhr da, Mensch hatten die Haare wieder ja. nicht gelegen. <laughs> ne? ähm, so. Aber das, das sind ja die Dinge, die dann auch wirklich passieren. Ne? Ähm, und dann, da kommt man auch relativ schnell zum Thema Kultur. Ne? Wenn du da Leute sitzen hast, die seit 30, 40 Jahren ähm, auf diese Art und Weise gelebt und gearbeitet haben, man hat um 8 Uhr da zu sein, weil sonst kriegt man Ärger vom Chef. Das kriegst du. Ja, das du ist nicht geprägt aus. das ist auch ja. das ja. okay, dass du es nicht rauskriegst, aber nur weil das nicht rausgeht, dürfen sich alle anderen jetzt nicht unterordnen müssen. Mhm. Der gelebten Praxis aus 30, 40 Jahren und vielleicht völlig überholten Anschauungen, ja. finde ich. Ja, man sieht ja das Thema, also wir haben komplexer geworden. Also das, was wir ja die ganze Zeit so ein bisschen diskutieren, ne? wir sind ja ähm, reingekommen und gesagt, okay, IT. Kombination Fachbereiche, Geschäftsleitung, Familie, Technologien, Fortbildung. Wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende. Was würdest du denn, es gibt ja Menschen, die wollen ja genau so eine Position einnehmen, die du jetzt hast. Mhm. Was würdest du denn empfehlen? Also gerade in der heutigen Zeit, wie sollte man sich in dem Kontext Gedanken machen? Mhm. Aber wie könnte denn so ein Weg erfolgen, um genau auch da reinzukommen? Mhm. Ich glaube, der wichtigste Punkt, wo ich auch am längsten für gebraucht habe, ist zu verstehen und zu akzeptieren, dass man speziell in der IT, aber ich glaube in jeder Führungsaufgabe, nie fertig mit allem ist. Okay, das ging nach einer offenen Baustelle. Das ist vollkommen in Ordnung, weil man kann sich entweder davon stressen lassen, mhm. dass gewisse Dinge einfach jetzt gerade in diesem Moment noch nicht fertig sind, noch nicht gut genug sind für die eigenen Standards, dass man da noch was zu tun hat. Ich habe für mich den Weg gefunden, mich darüber in Richtung ähm, Wachstumsmindset, Mindset zu entwickeln, zu akzeptieren und auch zu internalisieren, dass Dinge einfach nicht fertig sind und wahrscheinlich auch niemals fertig werden, ist vollkommen in Ordnung. Wenn man damit in sich ruht und weiß, ich habe noch Möglichkeiten, was zu verbessern, was anders zu machen, dafür zu sorgen, dass es irgendjemand anderen Besser ergeht, dass er einfacher seinen Job machen kann. Ähm, das ist das richtige Mindset und die richtige Herangehensweise, die man braucht, um sowohl in Fachlichen sich stets weiterbilden zu können, als Führungskraft entsprechend zu wachsen und auch in die Vorbildrolle reingehen zu können. Ähm, aber ich sehe es halt auch bei meinen Kindern zum Beispiel. Ähm, wenn meine Kinder sagen, ich kann das nicht, versuche ich zu sagen, du kannst das noch nicht. Oder nicht mit der Einstellung ja, oder den Weg ja. aufzuzeigen, wie man wie man es dann hinbekommt. Genau so und mhm. ähm, das, das hat zu einem ganz ganz wunderbaren äh, Erlebnis geführt, was ich äh, kürzlich mit meiner Tochter hatte. Die ähm, wir waren in so einem Indoor-Spielplatz und sie kam zu mir geweint und sagte: Papa, ich weiß nicht, wie ich das jetzt lösen kann. Drei mhm. So, ne? dass ein dreijähriger Mensch hinkommt und sagt: Ja, ich denke aktiv darüber nach, wie ich aus einer Situation heraus eine Lösung äh, finden oder erarbeiten kann. Ich bin so stolz auf dieses kleine Mädchen, weil ey, das konnte ich mit Anfang 30 noch nicht so gut wie sie. So. Ähm, und sie sagte dann: Vielleicht können wir es mit Eis lösen. <lacht> <lacht> und ich wünschte manchmal für die großen Probleme in meinem Leben ja. wäre Eis die richtige Lösung. Aber da hat sie mir halt genau das vorgemacht, was ich. Versuche in all das, was ich tue, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Mhm. Ne? Man, man, man kann alles irgendwie lösen, vielleicht komme ich gerade jetzt noch nicht auf die richtige Lösung. Und wenn man das verstanden hat, dann wird man, wenn man möchte, eine bessere Führungskraft und vielleicht sogar. Besser. Ja, also ich kann es bestätigen, wichtig ist auch eine Offenheit. Kommuniziert, sagt was, was euch stört oder wenn Themen sind. Nur wenn das offen ausgesprochen wird, können auch Führungskräfte. Was machen und nicht erst, wenn der Schritt zu spät ist und dann der Stärker gezogen wird oder das Projekt gegen die Wand gefahren ist. Und das ähm, war mir ja heute, also es ist ja eine besondere Folge, die wir mal machen, sonst reden wir aber auch viel über Technik oder, oder Anwendungsfälle, das mal ähm, wirklich mal mitzukriegen, was das eigentlich auch bedeutet, so einen Job einfach auszufinden in so einer heutigen Zeit, weil es ist stressig, stressiger als früher. Ähm, Systeme sind wie gesagt komplexer geworden und ähm, was ich ja spannend wir sind ja auch so ein bisschen über das äh, Thema LinkedIn auf, ähm, mhm. haben wir uns ja kennengelernt, du bist ja sehr aktiv und nimmst ja da, deine, de, deine, ähm, ja, Follower auch mit so ein bisschen auf der Reise. Deswegen habe ich gedacht, okay, das äh, ist auf jeden Fall spannend und ich würde gerne jeden einladen, vernetzt euch mit mit Christian, ich packe äh, den LinkedIn, dein LinkedIn-Profil rein. Sehr gerne. Und ähm, dann werden wir, glaube ich, mal sehen, was die nächsten. Ja, Monate nochmal kommen, weil du machst ja sehr viel und bist auch sehr offen. Also, das ähm, finde ich ganz schön, dass man nicht nur den beruflichen Kontext bei dir sieht, sondern genau auch den familiären Aspekt. Und ich finde, das ist, ergibt so ein rundes Bild. Danke, freut mich, wenn du das so wahrnimmst. Ja. Äh, dafür gebe ich mir viel Mühe. Ja, alles klar. Danke, Christian. Und das ist auch hier hingekommen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Sonst ähm, gibt es ja auch die äh, Möglichkeit, dass man es halt online macht. Aber ich finde, sowas wieder hier bei uns im, im, im Studium, das äh, auch zu machen, ist wieder was ganz anderes. Und deswegen herzlichen Dank. Und äh, vielleicht kriegen wir nochmal eine zweite Folge. Hin. Ja, mal, ich würde mich darauf freuen. Sven. Alles klar. Danke für das Gespräch und hat Spaß gemacht. Danke. Also bis bald. Macht's gut. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.